Hallo, willkommen zu einer weiteren Spielhilfe von mir. Und heute habe ich eine Karte von Winsight für euch. Das Besondere ist, dass es Ebenen gibt. Ich habe das jetzt hier mit dem Adobe Reader in der aktuellen Version aufgemacht. Man muss auf dieses Symbol hier klicken. Wenn ihr das nicht sehen könnt, dann müsst ihr vielleicht hier die Menüs aufmachen. Und es macht keinen Sinn, alles gleichzeitig sich anzeigen zu lassen. Die beiden ersten Ebenen sind Hintergründe. Das ist einmal so ein etwas helleres Pergament-Look-Ding und das andere ist mit noch den Straßen hier angedeutet. Wenn man beide auf einmal macht, dann kriegt man einfach ein bisschen kräftigere Farbe. So. Da kann man sich überlegen, wie man das möchte. Ich mache das jetzt mal hier mit beiden gleichzeitig. Man kann sich die Stadtviertel anzeigen lassen. Geheimgänge kann man ein- und ausschalten. Hier seht ihr, man kommt von der anderen Flussseite lang. Und was ist hier los? Da braucht man auch noch die Tunnel und Höhlen. Und dann sieht man, aha, man kommt aus dem Boron-Tempel in der Gruft, wo einiges versteckt ist und ein weitgängiges Tunnelsystem ist, kommt man auf die andere Seite. Dann sind noch weitere Tunnel. Das ist alles in der Spielhilfe des Reich des Horas ausgiebig beschrieben. Da sind auch die Karten, die ich jetzt hier alle zusammengeführt habe, getrennt da. Das gibt es für DSA 5 noch nicht und deshalb habe ich mir jetzt mal eine gemalt. Und vor allem praktisch ist, dass man hier jetzt ordentlich sehen kann, wo was ist. Und zwar gleichzeitig die Kanalisation. Ergibt hier auch recht viel Sinn. Da ist das Pumpwerk, da kann man sich auch noch die Wasserleitungen anzeigen. Und dann sieht man auch hier nochmal hervorgehoben die Wassertürme von dem System. Einer führt in die Kanalisation. Man kann auch hier komplett alles durchnummerieren lassen. Auf der nächsten Seite findet ihr dann die dazugehörige Legende. Auch das habe ich einfach übernommen. Die Tempel kann man sich anzeigen lassen. Hier, selbst wenn man die Gebäude ausmacht, sind die Umrisse da. Wem das gefällt, ich habe hier auch nochmal extra die beiden geheimen Tempel als Sonderschicht gemacht. Die Viertel, wenn man die sich anzeigen lässt, dann möchte man die vielleicht auch mit einer Beschriftung versehen haben. Und als letztes, falls ihr aus irgendeinem Grund eine Schwarz-Weiß-Karte braucht, könnt ihr auch noch das hier alles ausschalten, die Viertel vielleicht auch noch ausschalten und nur die Gebäude anmachen, um eine Schwarz-Weiß-Karte zu erhalten, die dann auch noch sichtbar und nutzbar ist. Ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß und es bringt euch was. Bis zum nächsten Mal.